Hallo ihr Lieben, heute gibt's was zu verlosen für Bastler und solche, die es werden wollen. Und zwar ist es von QuickCuts eine Stanz- und Prägemaschine. Ja, ihr wundert euch, wieso ist die gar nicht zum Kurbeln? Das war meine erste Stanz- und Prägemaschine, bevor es überhaupt was zu kurbeln gab. Da habe ich die aus USA sogar gekauft. Und, aber die gibt's immer noch. Die gibt's immer noch, auch von anderen Firmen. Und die kostet jetzt 74 oder 79 Euro, auf jeden Fall eine Menge. Und dann habe ich auch noch hier das dazu, nämlich die passenden Stanz- und Prägeschablonen. Also nehmen wir mal als Beispiel, na komm raus, ich habe die natürlich alle beschriftet damals, hier diese Mappen alle. Also wir hätten hier zum Beispiel ein Prägedings da. Mit um Blümchen zu prägen. Also ich finde, diese Maschine ist erstens toll für Leute, die noch keine Kurbelmaschine haben, für Kinder, für Ältere, weil das ist so einfach. Ne? Man hat also hier diese Stanze, so, nimmt ein Papierchen, legt das ein, so. Und dann führt man es ein. Ich habe es ewig nicht gemacht, hoffentlich kann ich es überhaupt noch. Ne? Und dann drückt man. So, prägen, wieder rausholen. Mal gucken. Na bitte, hat super geklappt. Es ist wirklich einfach. Man kann das Ding natürlich auch hochheben. Kann man sehen? Ist richtig dick erhaben. Ganz tolle Sache. Ich zeige gleich auch, was ich alles so habe. Man kann das dann entweder fortführen, natürlich, auf so einem Blatt, oder ausschneiden, aufkleben, wie auch immer. Also das hier ist natürlich das Halteding. Kann man benutzen, muss man nicht. Man kann es also auch einfach in die Hand nehmen. Aber um die Schaste mehr gewaltig. So eben, man kann es auch hinten aufstellen, aber ich finde, es passt hier so wunderbar rein, weil dann die Schrauben dann hängen und dann ist das richtig schön fest. Ja, da ist noch Beschreibung, ja, wie es funktioniert. Alles. Am besten machst du es noch eine Ausstanzung. Ja, das mache ich jetzt auch. Da ich ja inzwischen eine A5 und eine A4 Stanzmaschine habe zum Kurbeln, brauche ich das einfach nicht mehr. Also wir haben hier alle Buchstaben. Von A, B, C, D, E, F, G bis Y, Z. Und dann haben wir Ziffern 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Anführungsstriche, Fragezeichen, Ausrufungszeichen und. Habe ich falsch einsortiert. Das kommt natürlich hier hinein. Ach, das könnte ich ja einfach schon mal machen. Ne? Nehmen wir mal ein anderes Blatt. Hoffentlich kriege ich es jetzt richtig hin. Ich habe es wirklich so lange nicht mehr gemacht. Und ich dachte jetzt, was soll das denn immer da rumliegen? Ist dasselbe in grün, was ich jetzt gemacht habe. Vielleicht wenn ich es so. Mal gucken. Ich will es nicht falsch machen. Aber ich glaube, es ist auch nichts. So, komm wieder raus. Ha, hat geklappt. Da muss man jetzt noch rausdrücken, das Ausrufezeichen und das Und-Zeichen. Also ihr seht, das ist wirklich kein großer Kraftaufwand. Ich muss mir jetzt mit dem Prickelstift, wo kann ich es denn hinlegen? Ich glaube, hier nimm, kann man es nehmen. Nimm ein anderes Farbe. Andere Farbe. Hier, ich habe was Blaues. Genau. Vielleicht, wenn ich es da drauf lege. So, und dann habe ich noch das kleine wo habe ich denn das Ausrufezeichen jetzt? Ach, das ist noch drin. Aha. Ein kleines Ausrufezeichen. Ach so, hier mein Ausrufezeichen. Wo ist es? Ach, der Punkt ist noch hier. Der kleine Punkt. Ja, die sind klein. Ich sag's ja. Ich leg den mal hier drauf, den Punkt. Der gehört natürlich drunter und das Ausrufezeichen. So, weiter geht's. Das muss ich gleich wieder einsortieren hier. Machen wir mal direkt, ne? So, ich werde das Ausrufezeichen jetzt mal auf den Kopf stellen. Mach das, wie du möchtest. Genau. Könnte auch sonst was sein. Ne? Und dann habe ich noch, ich schnurre es mir mal rüber, damit ich es nicht auf den Kopf gucken muss, ein
Halbkreis, eine Blume, eine kleine Blume, ein Rahmen, ein Oval, ein Kreis, eine Blume, andere Blume, einen gewellten Kreis, ein Quadrat. Ach, das Prägeding stecke ich schon mal wieder rein. So, ich mache mal ein Quadrat. Was hältst du davon? Einfach irgendwas hier rausgegriffen. Dann nehmen wir doch mal so ein blaues Papierchen. So. Hinein. Ganz hinein. So. Und das hat so einen langen Hebel, dass es wirklich ganz simpel ist. So. Und da haben wir das Quadrat sogar mit einem kleinen Löchlein. So können wir das Quadrat auch aufhängen. Ich hoffe, dass. Hast du das einfangen können, wie ich gedrückt habe? Wie ja, selbstverständlich. Das ist. Es ist wirklich kinderleicht. Das könnte also auch mit Kindern im Kindergarten sicherlich machen. Die sollten sich nur nicht die Finger einquetschen, natürlich. Ne? So, soll ich noch ein Blümchen machen? Ein kleines Blümchen. Ein kleines Blümchen. Nehme ich natürlich dasselbe Papier nochmal. So, zack. So, komm wieder raus, kleines Ding. So, ein kleines Blümchen mit einem kleinen Kreis in der Mitte. Der ist natürlich auch ausgedrückt jetzt. Damit habe ich anfangs dann wirklich gestanzt und war sinnlos glücklich, dass ich das nicht ausschneiden musste. Vor allen Dingen die Buchstaben und die Ziffern natürlich. Rahmen, Quadrat, alles Mögliche. Und da sind noch die großen Buchstaben. Genau, das waren die kleinen Buchstaben. Ne? Ja, aber also kleine Buchstaben und große Buchstaben. Soll ich da auch noch welche? Ja, machen wir auch noch. Was soll der Geiz? Ne? Nehme ich jetzt einfach mal K und L raus. K und L. Und hier in die Mitte. Upsa, das ist der Vorführeffekt. Ja, das ist diese wahnsinnig wertvolle Tischdecke mit Pfoten drauf. Ich hole mal die Buchstaben raus. Das ist also keine Qualitätsware, kann man nicht sagen. Jetzt habe ich es auch schon zerrissen. Naja, ja. Es hat aber auch schon viele, viele kleine Löcher von Sammy. Aber die waren klein. Es tut mir leid, wir drehen sie um, dann merkt es keiner. Vielleicht hat es keiner gesehen. Ich hab's gesehen. Da du nie was rausschneidest, wird es jeder sehen. Ach, egal. Ja, jetzt wisst ihr also, wie das geht. Das ist wirklich kinderleicht. Wirklich kinderleicht. Da kann man noch Sachen unterbringen, wenn man möchte. Ja, und dann macht man die Mappe wieder zu. Und das war's. Und wie findet ihr das? Also ich würde mich freuen, wenn jemand Spaß dran hätte. Wie gesagt, man kann es also, es ist so kinderleicht, auch wenn da eine Stanze drin ist. Also ganz einfach und sicher. Ja. Ich würde Kinder nicht allein mit sowas montieren lassen, nicht, dass es Fingerchen drin haben, ne? Kleine Kinder. Aber an sich können sie es selber machen, wirklich. Ja. Okay, wenn es jemand von euch haben möchte, ich schreibe es wieder in die Bedingungen rein. Und dann freue ich mich, wenn jemand Spaß dran hat. Okay, ihr Lieben. Macht's gut, passt auf euch auf. Bis demnächst. Tschüss.